Hermann Hesse, Kurgast. Anfang des ersten Kapitels. Der erste Tag. Kaum war mein Zug in Baden angekommen, kaum war ich mit einiger Beschwerde die Wagentreppe hinabgestiegen, da machte sich schon der Zauber Badens bemerkbar. Auf dem feuchten Zementboden des Perrons stehend und nach dem Hotelportier spähend, sah ich aus demselben Zug, mit dem ich angekommen war, drei oder vier Kollegen steigen, Ischiatiker als solche deutlich gekennzeichnet durch das ängstliche Anziehen des Gesäßes, das unsichere Auftreten und das etwas hilflose und weinerliche Mienenspiel, das ihre vorsichtigen Bewegungen begleitete. Jeder von ihnen hatte zwar seine Spezialität, seine eigene Abart von Leiden, daher auch seine eigene Art von Gang, von Zögern, von Stakeln, von Hinken und jeder auch sein eigenes spezielles Mienenspiel. Dennoch überwog das Gemeinsame und ich erkannte sie alle auf den ersten Blick als Ischiatiker, als Brüder, als Kollegen. Wer erst einmal die Spiele des Nervus Ischiaticus kennt, nicht aus dem Lehrbuch, sondern aus jener Erfahrung, welche von den Ärzten als subjektive Sensation bezeichnet wird, sieht hierin scharf. Alsbald blieb ich stehen und betrachtete mir diese Gezeichneten. Und siehe, alle drei oder vier schnitten bösere Gesichter als ich, stürzten sich stärker auf ihre Stöcke, zogen ihre Schinken zuckender empor, setzten ihre Sohlen ängstlicher und unmutiger auf den Boden als ich. Alle waren sie leidender, ärmer, kränker, beklagenswerter als ich. Und dies tat mir äußerst wohl und blieb während meiner Badener Kurzeit ein tausendmal wiederkehrender, unerschöpflicher Trost. Dass ringsum Leute hinken, Leute krochen, Leute seufzten, Leute in Krankenstühlen fuhren, welche viel kränker waren als ich, viel weniger Geduld zu guter Laune und zur Hoffnung hatten als ich. Da hatte ich denn gleich in der ersten Minute eines der großen Geheimnisse und Zaubermittel aller Kurorte gefunden und schlürfte meine Entdeckung mit wahrer Lust. Die Leidensgenossenschaft. Das Socius habere malorum. Oh, und als ich nun den Bahnsteig verließ und mich einer sanft gegen die Bäder talwärts fließenden Straße wohlig überließ, da bestätigte und steigerte jeder Schritt die wertvolle Erfahrung. Überall schlichen die Kurgäste, saßen müde und etwas krummgezogen auf grün gestrichenen Ruhebänken, hinkten in Gruppen plaudernd vorüber. Eine Frau wurde im Fahrstuhl dahergeschoben, müde lächelnd, eine halbwelke Blume in der kränklichen Hand. Hinten strotzend und voll Energie die blühende Pflegerin. Ein alter Herr trat aus einem der Läden, in denen die Rheumatiker ihre Ansichtskarten, Aschenbecher und Briefbeschwerer kaufen. Sie brauchen deren viele und ich konnte die Ursache nie ergründen. Und dieser alte Herr, der aus dem Laden trat, brauchte zu jeder Treppenstufe eine Minute und blickte auf die vor ihm liegende Straße wie ein ermüdeter und unsicher gewordener Mensch auf eine große ihm gestellte Aufgabe blickt. Ein noch junger Mensch mit einer graugrünen Militärmütze auf dem borstigen Kopf arbeitete sich an zwei Stöcken kraftvoll, doch mühsam voran. Ach, schon diese Stöcke, die man hier überall antraf. Diese verflucht ernsthaften Krankenstöcke, welche in unten verbreiterte Gummizwingen ausliefen und sich wie Egel oder Sauquanzen an den Asphalt ansogen. Auch ich zwar ging an einem Stock. An einem zierlichen Makalarorstock, dessen Hilfe mir höchst willkommen war. Allein zur Not konnte ich auch ohne Stock gehen und niemand hatte mich jemals mit einem dieser traurigen Gummistöcke gesehen. Nein,
Es war klar und musste jedem in die Augen fallen, wie rasch und schlank ich diese angenehme Straße hinabschlenderte, wie wenig und spielerisch ich den Makalastock, ein reines Muckstück, ein bloßes Ornament, benützte. Wie äußerst leicht und harmlos bei mir das Kennzeichen der Ischiatiker, das ängstliche Anziehen der Oberschenkel, ausgebildet, vielmehr nur angedeutet, nur flüchtig skizziert war. Überhaupt, wie straff und proper ich diesen Weg daherkam, wie jung und gesund ich war, verglichen mit all diesen älteren, ärmeren, kränkeren Brüdern und Schwestern, deren Gebrechen ich so deutlich, so unverhüllbar, so unerbitterlich dem Blick darbot. Ich zur Anerkennung schlürfender Bejahung aus jedem Schritt. Ich fühlte mich schon beinahe gesund, jedenfalls unendlich viel weniger krank als all diese armen Menschen. Ja, wenn diese Halblahmen und Hinker noch Heilung erhoffen, diese Leute mit den Gummistöcken, wenn Baden auch diesen noch helfen konnte, dann musste ja mein kleines, anfängerhaftes Leiden hier schwinden wie Schnee im Föhn. Dann musste der Arzt in mir ein Prachtexemplar, ein höchst dankbares Phänomen, ein kleines Wunder an Heilbarkeit entdecken. Freundlich sah ich den anregenden Gestalten zu, voll Mitgefühl und Wohlwollen. Aus einer Konditorei kam jetzt eine alte Frau gequollen. Sie hatte es offenbar längst aufgegeben, ihre Gebrechen verheimlichen zu wollen. Sie verkniff sich keine kleinste Reflexbewegung. Sie nahm jede dankbare Erleichterung, jedes sich anbietende Spiel einer Hilfsmuskulatur voll in Anspruch. Und so turnte, so balancierte und schwamm sie breit sich durchkämpfend, wie eine Seelöwin über die Gasse. Nur langsamer. Mein Herz hieß sie willkommen und jubelte ihr zu. Ich pries die Seelöwin, ich pries Baden und mein gutes Geschick. Ich sah mich rings von Mitstrebern, von Konkurrenten umgeben, welchen ich weit überlegen war. Wie gut, dass ich so rechtzeitig hierher gekommen war, noch im ersten Stadium einer leichten Ischias, noch mit den ersten schwachen Symptomen einer beginnenden Gicht. Mich umwendend, auf meinen Stock gestützt, sah ich lange der Seelöwin nach. Mit jedem bekannten Wohlgefühl, welches uns zeigt, dass die Sprache für seelische Vorgänge noch keine Ausdrücke gefunden hat, denn sprachliche Gegensätze wie Schadenfreude und Mitleiden sind hier aufs Innigste verbunden. Mein Gott, die arme Frau, so weit konnte es mit einem kommen.